So stellen sich die meisten von uns einen Festtagsbraten vor, aber probieren Sie doch mal das hier. Das ist wirklich kein Scherz. Dieses Tier ist eine Delikatesse zu besonderen Anlässen in China. Seine Züchter verdienen bis zu 60.000 Euro an einem Exemplar. Und das mussten wir uns natürlich genau anschauen. Bitte schön. Dieses gigantische Wesen ist ein Salamander. Er ist die größte lebende Amphibie, die es auf der Welt gibt. Die Spezies ist 170 Millionen Jahre alt. In China gilt der Riesensalamander als Delikatesse. Und das, obwohl er vom Aussterben bedroht ist. Wie passt das zusammen? Lecker sieht er ja nicht gerade aus. Und er ist auch noch extrem bissig. Wir sind in Shanghai. Familie Xu ist heute auf dem Weg zu einem ganz besonderen Dinner. Heute feiern wir das chinesische Neujahr mit einem Riesensalamanderessen. Man sagt, dass der hier besonders zart und lecker ist. Ich bin schon gespannt. Der soll richtig lecker schmecken. Ich bin schon aufgeregt. Für chinesische Familien ist der Neujahrsabend ähnlich wie für uns der Weihnachtsabend. Riesensalamander gelten in China schon seit Jahrhunderten als Delikatesse. Der Legende nach aß ein ausgehungerter Mönch einst den Riesensalamander. Das Tier machte ihn sofort stark und gesund. Sogar das graue Haar des Mönchs wurde wieder schwarz. Deshalb gilt der Riesensalamander auch heute noch als eine Art Jungbrunnen. Doch nur Köche wie Zhang Yizong dürfen den Riesensalamander überhaupt zubereiten. Denn dafür braucht man in China eine besondere Lizenz. Um diese zu bekommen, muss man nachweisen, wo jeder einzelne Salamander herkommt. Der Grund? Der Riesensalamander ist eine geschützte Art. Darum dürfen die Salamander, die später auf dem Teller landen, nur von speziellen Zuchtfarmen verkauft werden. Wir wollen sehen, wo die Urzeittiere heute leben und reisen in den Süden Chinas, nach Guangdong. Hier liegt der natürliche Lebensraum des Riesensalamanders und die größte Aufzuchtsfarm des Landes. Wir sind mit Besitzer Tu Defu verabredet. Willkommen, das ist meine Riesensalamanderfarm. Kommt rein, ich führe euch in Longgui herum. Tu hat sich hier vor 9 Jahren eine echte Festung geschaffen. Weil die gigantischen Lurche so wertvoll sind, muss er sie vor Dieben schützen. Insgesamt 9 Kameras und 4 Hunde bewachen das 2 Hektar große Land. Wir züchten und verkaufen teure Riesensalamander. Deshalb haben wir auch viel in die Sicherheit investiert. Über 750 Euro bringt ihm ein Salamander. Die Tiere sind sensibel und empfindlich. Da die Tiere in der Natur in Höhlen leben, haben wir die Innenräume ihrer natürlichen Umgebung angepasst und halten alles komplett dunkel. Um überhaupt irgendwas sehen zu können, brauche ich eine Taschenlampe. Kommt mit, ich zeige euch meine Babys. Tu holt für uns eine Box mit ganz kleinen Salamandern aus der künstlichen Höhle. Diese Tiere sind gerade mal so groß wie ein Handy. Diese Riesensalamander sind 3 Monate alt. Wenn sie geboren werden, sind sie so schmal wie ein menschliches Haar. In einem Jahr wachsen sie auf eine Größe von 20 bis 30 Zentimetern und wiegen dann 250 Gramm. Tu kümmert sich nicht nur um seine Zucht, sondern auch um die noch frei lebenden Riesensalamander auf seinem Grundstück. Der Hauptgrund, warum sie vom Aussterben bedroht sind, ist die illegale Jagd. Der Riesensalamander zählt in China zu den Kostbarkeiten wie Bärenklaue, Haifischflossen oder Schildkrötensuppe. Obwohl seit 1998 streng reguliert, wurde der natürliche Bestand an Riesensalamandern fast vollständig ausgelöscht. Ein weiterer Grund, die Verschmutzung der Gewässer in China. Tu lässt deshalb sauberes Flusswasser aus den Bergen in künstlichen Bächen quer durch die Farm fließen. Das ist so klar, dass man es so trinken kann. Sauberes Wasser ist das Wichtigste für eine gesunde Riesensalamanderpopulation. Das ist die nächstgrößere gezüchtete Generation. Die beiden sind 4 Jahre alt. Mit 8 sind sie geschlechtsreif, dann trennen wir sie. Die Riesensalamander in diesem Alter sind 50 bis 60 Zentimeter lang und rund 5 Kilo schwer.
Das ist das Weibchen. Man erkennt es an dem spitzeren Kopf. Das Futter besteht aus Fisch. Da die Riesensalamander in dunklen Höhlen leben, können sie nicht gut sehen. Sie reagieren vor allem auf Bewegung. Normalerweise füttern wir lebenden Fisch. Das ist natürlicher für ihr Jagdverhalten. Wenn wir nicht genug davon haben, füttern wir auch so. Die Salamander essen nur, wenn sie wirklich Hunger haben. Wenn sie satt sind, rühren sie nichts an. Tu De Fu will uns seinen größten Riesensalamander zeigen. Das ist nicht ungefährlich. Wenn der 30 Kilogramm schwere Lurch zubeißt, kann er ganze Gliedmaßen durchtrennen. Sie jagen nur nachts und sind nicht so träge, wie sie aussehen. Sie können blitzschnell zuschnappen. Dieser Riesensalamander wird aber nicht an ein Restaurant verkauft. Das Tier ist bereits 12 Jahre alt. Tu will sehen, wie groß der Salamander noch werden kann. Jetzt wollen wir mal schauen, wie groß dieses Exemplar mittlerweile gewachsen ist. Das Ergebnis? Dieser Riesensalamander ist stolze 1,50 Meter lang. Er ist wirklich der Schatz meiner Farm. Wertvoller sind nur diese Exemplare. Albino-Riesensalamander. Nur 3 unter 100.000 weisen den Gendefekt auf. Durch die Pigmentstörung besitzen sie eine weiß-goldene Färbung. Das ist ein goldener Albino-Salamander. Die sind sehr selten. In China steht die goldene Farbe für Glück. Deshalb sind sie bei meinen Kunden besonders beliebt. Ein Albino-Salamander kostet 10-mal so viel wie ein normaler. Ich habe insgesamt 8 Stück. Die sind in 10 Jahren so viel wert wie 8 Porsche. Albino-Salamander wie dieser bringen auf Auktionen bis zu 60.000 Euro. Ein Geschäft, das sich für Züchter und Restaurants lohnt. Im Golden Moon ist Chefkoch Zhang Yizhong dabei, den Salamander für Familie Xu zuzubereiten. Beim Riesensalamander wird nichts weggeschmissen. Wir verwerten das komplette Tier, inklusive Eingeweide. Zur Erinnerung, der Koch besitzt eine spezielle Lizenz. Nur deshalb darf er den Salamander zubereiten und verkaufen. Das Rezept für die exklusive Speise hat Zhang Yizhong selbst erfunden. Heute gibt es geschmorten Riesensalamander in einer speziellen Sojasauce. Er ist einer von nur 3 Köchen in Shanghai, die den Riesensalamander auf der Karte haben. Wenn jetzt etwas daneben geht, machen wir alles noch mal von vorn. Nur der perfekt zubereitete Salamander verlässt meine Küche. Heißt, brennt der Salamander an, landen umgerechnet 300 Euro in der Mülltonne. Das wäre nicht nur für den Küchenchef eine Katastrophe. Familie Xu will schließlich heute das Neujahrsfest feiern. Mit dem Salamander auf dem Tisch. Die letzten Handgriffe in der Küche. In mühevoller Kleinarbeit wird der Salamander wieder Stück für Stück zusammengesetzt. Probieren muss der Chefkoch natürlich auch. Dieses Gericht ist auch für ihn etwas ganz Besonderes. Das ist es. Dann ist er fertig. Der Luxushappen wird an den Tisch der Schüs gebracht. Für die Familie eine Premiere. Keiner von ihnen hat bisher Riesensalamander gegessen. Zwei Kilogramm Riesensalamander kosten hier im Restaurant über 500 Euro. Für die Familie ist das eine absolute Ausnahme. Wie schmeckt der Riesensalamander? Er ist geschmackvoll und zart. Ich esse Riesensalamander zum ersten Mal. Er schmeckt ungefähr wie Wels. Für mich schmeckt es wie ein Frosch. Das Fleisch ist super zart, riecht auch gut. Ich finde, das Fleisch ist sehr zart. Die Haut schmeckt auch super. Aber man muss schon ganz schön viel kauen. Für die Schüs ist der Riesensalamander das perfekte Essen zum chinesischen Neujahrsfest.
Diese Spezies gibt es seit 170 Millionen Jahren. Obwohl sein ursprünglicher Lebensraum durch den Menschen bedroht ist, sichert das Image als Delikatesse sein Überleben. Verrückt, oder? Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde, jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.